Hallo, liebe Taraske-Fans. Heute zeigen wir, wie unser Kollege Viktor Bobrov in der Orthopädie-Schuhtechnik in Garbsen eine Schuhbodenversteifung mit Abrollsohle in einen Schuh einarbeitet. Zuerst können wir hier sehen, wie er die vorhandene Sohle aufschneidet. Das hat den Vorteil, dass die Originallaufsohle erhalten bleibt. Dabei muss er natürlich besonders darauf achten, dass er gerade und mit sicherer Hand schneidet, damit das Ganze nachher auch richtig passt. Hier ist jetzt die Versteifung zu sehen. Das ist eine Carbonplatte. Wie man sieht, sehr fest, wenn sie nicht erhitzt wird. Das macht Herr Bobrov jetzt. Dann nimmt er sie wieder raus und Wunder, oh Wunder, jetzt ist sie formbar. Jetzt legt er sie auf den Schuh, ganz einfach, damit sie sich an die Form dort anpassen kann. Und dann kommt das Ganze heiß mit der Originalsohle in die Presse und kühlt darin aus. So nimmt sie die Form des Schuhs an und sitzt dann hinterher perfekt da drin. Jetzt trägt er wieder den Klebstoff auf, um das Ganze wieder zusammenzubringen. Das Ganze wird erhitzt, der Klebstoff wird nämlich durch die Hitze erst aktiviert. Auch das Material machen wir warm, damit es ein bisschen flexibler ist und sich besser anpasst. Und dann kommt es wieder in die Presse. Bei einem vorgegebenen Druck bleibt das Ganze dann da drin, bis kühl ist. Und jetzt schleift er es nochmal zu, sodass am Ende der Schuh dann auch wirklich den richtigen Stand hat. Also dann auch gerade steht, nicht kippelt und die beiden Schuhe hinterher natürlich auch gleich sind. Das ist dabei das Ziel. Und nachdem Herr Bobrov jetzt also diese Abrollsohle sozusagen dazwischen reingeklebt hat, muss er wieder Klebstoff auftragen, denn jetzt kommt als nächstes die ursprüngliche Laufsohle wieder drauf. Da sieht man, das wird wieder mit Hitze aktiviert, damit der Kleber gut hält. Und jetzt kommt natürlich der Teil, der auch sehr viel Erfahrung erfordert, denn damit das nachher gut aussieht und auch funktioniert und richtig sitzt, muss er jetzt also auf Anhieb die Laufsohle so anbringen, dass sie wirklich ja parallel zum Verlauf des Schuhs und so wie vorher sitzt. Das hat er hier sehr gut hinbekommen. Dann geht es wieder in die Presse. Der Klebstoff erreicht bei passendem Druck sofort Belastbarkeit. Bevor er aber endgültig ausgehärtet ist, dauert das mehrere Stunden. Da lässt man also die Schuhe nochmal liegen und ein bisschen auslüften. Genau, mit der Presse ist er zufrieden. Und jetzt kommt das sogenannte Ausputzen. Jetzt wird also der Schuh nochmal so zugeschliffen, dass alle eventuell noch abstehenden oder überstehenden kleinen Ränder entfernt werden. Zuerst mit dem groben Band, dann mit einer Schleifbürste. Und dann geht er ganz zum Schluss nochmal an eine Wachsbürste bzw. eine Bürste, die dann auch noch ein bisschen Farbe aufträgt, sodass man idealerweise dann zum Schluss überhaupt nicht mehr sieht, dass da was dran gemacht wurde und der Schuh so aussieht wie neu.